In 14 Landkreisen in Niedersachsen liegt die 7-Tage-Inzidenz über der 100er-Marke, der Grenze, ab der die Bundesnotbremse greift. Die landesweite 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter leicht auf 84,3. Das Robert-Koch-Institut meldet heute 465 Neuinfektionen im Land, 25 mehr als vor einer Woche. In Krankenhäusern werden derzeit 863 Menschen behandelt und gut 2.750.000 Menschen haben ihre Erstimpfung bekommen. Die Impfquote liegt damit bei 34,4%. Etwa 250 Trauergäste haben sich am Vormittag auf diesem Friedhof in Delmenhorst versammelt. Erlaubt sind dort bei Beisetzungen aktuell nur 30 Teilnehmer. Der Bestatter hatte laut Stadt versprochen, auf die Einhaltung der Corona-Regeln zu achten. Vor Ort entstand aber ein anderes Bild. Ich bedauere ausdrücklich, dass das also jetzt auch die muslimischen Gemeinden hier vor Ort trifft. Die haben sich nämlich in der Vergangenheit eigentlich immer an die jeweiligen Corona-Verordnungen gehalten. Also das bedauere ich sehr. Aber so etwas wie jetzt die letzten beiden Male darf hier in Delmenhorst nicht wieder passieren. Das Ordnungsamt löste die Trauerfeier auf. Besonders viele der Gäste waren offenbar aus Nordrhein-Westfalen angereist, um an der Beisetzung teilzunehmen. Ich finde es absolut unpassend und das gehört sich überhaupt nicht. Es gibt da klare Regeln und diese Regeln sind hier wirklich von den Angehörigen missbraucht worden. Die Stadt Delmenhorst kündigte an, gegen den Bestatter rechtliche Schritte einzuleiten. So wie Anita Pöhlich und Paul Becke aus Braunschweig geht es rund 2000 Menschen in Niedersachsen. Die Rentner waren einer Einladung der Stadt Magdeburg gefolgt und hatten sich dort kurzfristig impfen lassen. Der Termin für ihre Zweitimpfung wurde abgesagt. Also wir fühlen uns schon ein bisschen verschaukelt. Und ich denke, wenn man etwas verspricht, so geht man selbst mit Kindern ja um, sollte man wissen, ob man das halten kann oder nicht. Magdeburg hatte zu den Impfungen mit AstraZeneca aufgerufen. Schnelle Hilfe verspricht nun unter anderem die Stadt Braunschweig. Betroffene Bürger sollen sich per E-Mail melden. Und dann versuchen wir dort, das organisatorisch umzusetzen, dass wir durch abgesagte Doppeltermine dort dazu kommen, dass wir hier eine Zweitimpfung ermöglichen können. Das Impfportal des Landes sieht Anmeldungen für einzelne Impfungen nicht vor.